Meine Liebe, solche Schneemann habe ich gestrickt und ich zeige in meinem Video, wie ich habe gestrickt diese Schneemann und ich hoffe, Sie stricken auch solche interessante Weihnachtsdekoration oder Spielzeug für eure Kinder, für eure Enkelkinder. Schauen Sie weiter einfach meine Video und stricken Sie mit. Alles Gute, viel Spaß! Hallo meine Liebe, wie Sie sehen, ich habe hier weiße und rote Wolle. Wir stricken heute zusammen Schneemann, weil letzte Mal, wenn ich habe gezeigt Zwerg, wie ich habe gestrickt, Sie wollen auch dann Schneemann, das ich zeige. Wir stricken auch nicht große, ich denke, so gleiche wie diese Zwerg. Das ist nicht große. Moment. Wenn jemand will mehr Größe, dann natürlich, sie können mehr Größe stricken. So, ich würde von hier messen. Ja, 25 cm so groß. Ganz oben dann 27 cm. Ein Zwerg. Und so bei breit ist 14 cm breit. Okay, ich denke, wir stricken auch nicht so große Schneemann. Braucht man dann Stricknadel und zum erst wir stricken Körperteil von unserem Schneemann. Ich habe hier angeschlagen 40 Maschen, ich denke. 40. Und für Schneemann, wir anschlagen 25 Maschen, weil diese Wolle ist mehr dünner. Grauwolle war mehr dicker. Diese Wolle ist mehr dünn. Ja, so, wenn Sie wollen, mit mehr Dicke, dann Sie brauchen auch vielleicht mit zwei Faden. Ja, mach mal mit zwei Faden 40 Maschen. Okay? Mit zwei Faden. Dann wir bekommen gleiche Körperteil. So, nicht groß, voll in Ordnung. So, meine Liebe, dann wir stricken mit zwei Faden. Bitte anschlagen 40 Maschen, ganz normal, ohne was, so, schauen Sie, so muss man anschlagen. Und Stricknadel, ich habe Nummer 4. 40 Maschen und stricken dann rechts glatt, rechts glatt. Es bedeutet, auf rechter Seite wir stricken alle Maschen rechte Maschen, auf linke Seite wir stricken alle Maschen linke Maschen. Und so sie stricken 21 cm hoch diese Teil. 21 cm habe ich gestrickt unsere Körper. Schauen Sie, hier ist linke Maschen, wie ich habe gesagt, auf linke Seite und hier sind nur rechte Maschen auf rechter Seite. Was wir machen jetzt? Wir beenden unsere Arbeit. Machen wir erste Masche und dann auf diese erste Masche anziehen alle andere Maschen. Okay, so, alle Maschen, Sie können ein bisschen so ziehen, diese Masche, und dann einfach anziehen, alle Maschen. Sie können natürlich mehr kleine Schneemann stricken, Sie können mehr größere Schneemann stricken, so wie Sie entscheiden. Was ist wichtig? Warum 21?
21 Zentimeter, weil das muss teilbar sein, Zentimeter mit 3. Wir haben Kopf, wir haben dann solche drei Kugeln, ja? Kopf, Körper und untere Teil. Drum ist auch 3. Alle Maschen sind auf einer Masche. Sehen Sie? Auf einer Masche. So, wir müssen sehr gut diese Masche ziehen, dass alle Maschen sind richtig. So. Schauen Sie, Sie können immer diese Masche ziehen. Dann machen wir alles zusammen und ziehen dann Faden. Und Faden muss sehr lang sein, weil wir müssen jetzt unsere Schneemann zusammennähen. Okay? So. Das geht so. Ziehen raus diese Faden und dann ziehen wir. So, schauen Sie. Das wird unser Kopf. Ja? Das wird unser Kopf. Und jetzt von dieser Seite, wir machen zwei Seiten zusammen. Sie können auch hier ein bisschen so nähen, dass wir haben kein Loch. So. Das ist unser Kopf. So. Okay. Und dann zwei Seiten, Randmaschen, einfach nähen zusammen, ja? Zwei beide Seiten. Solche Körperteile haben wir. Ich habe genäht. Und hier, ich lasse Platz, weil ich muss jetzt auffüllen, diese Körperteile. So, ich habe Auffüllung rein gemacht. Was machen wir jetzt? Gleich wie wir haben hier gemacht. Wissen Sie, bei Zwerg, wir haben einfach alle Maschen so geholt hier und dann alles zusammen gemacht. Wissen Sie, so haben wir gemacht. Eine nach andere Masche, ja? Eine nach andere Masche. Man sieht sehr gut hier unsere Maschen und wir müssen alles so ziehen dann zusammen. Okay? So. Alle Maschen. So machen Sie bitte. Alle Maschen zusammenziehen. Schauen Sie. Alle. Und dann ein bisschen nähen, gleich wie wir haben bei Zwerg gemacht. Ein bisschen alles nähen so. Und wir bekommen solche Körperteile. Das Einzige, das muss auch stehen, ja? Das muss man schauen, wo ist unsere, hier ist unsere Naht. Dann gehen wir ein bisschen weiter und ziehen raus. So, dass unsere Teil steht dann, ja? So. Dann wir machen natürlich noch Kopf. So,
Okay. Ist ganz einfach. Ist ganz einfach alles. Okay. Wir können messen oder wir können sofort das machen, ja? So. Also, wir haben unsere Schneemann so ein paar Mal dann einfach ziehen, unsere Faden und hier zusammennähen. Schauen Sie, alles ist ganz primitiv. Aber ist auch sehr schön. Ja? So, Faden, wir können dann verstecken, schneiden, bisschen ziehen, schneiden und dann Faden ist schon rein. Was können Sie dann mit diesem Körperteil machen? Ja, Schneemann ist fertig. Was können wir tun? Sie können einfach eine Schal stricken. Mütze und Schal. Und dann mit kleinen Perlen Augen machen. Und hier, Sie können auch Perlen machen, so wie oder mit Knopf, ja, mit Knöpfe einfach hier auch machen, solche Platz, ja, so, ich weiß nicht, wie das besser sagen. Einfach Knöpfe nähen hier, drei Knöpfe und das wird schön auch. So. Ich würde stricken für meine Schneemann jetzt Pullover und dann Mütze. Zum Erst Pullover. Okay? So, für Pullover, ich brauche 35 Maschen. 35 Maschen einfach anschlagen. Ganz normal, ohne was Besonderes, ja? Einfach messen Sie, wie viele Maschen Sie brauchen, ja? Ich denke, ich brauche 35, weil ich hatte 40 Maschen für meine Schneemann, dann 5 Maschen weniger, das passt Pullover sehr gut. Und einfach stricken Sie 7 cm. Wenn Sie wollen, welche Muster, da können Sie dann Muster stricken. Wenn Sie wollen kein Muster, dann müssen Sie kein Muster stricken, ja? So. Einfach stricken Sie einen Teil, 7 cm. Ich würde stricken jetzt alle Maschen, linke Maschen. Und dann vielleicht ich stricke so kleine Jacquard. Das schön ist. So. An linke Seite ich stricke linke Maschen, an rechter Seite dann ich stricke rechte Maschen, okay? Und Sie schauen, was, ob Sie wollen danach vielleicht nähen auf Pullover schon was oder welche Motive oder Sie wollen überhaupt gar nichts, dann stricken Sie, wie ich habe gesagt. Stricken Sie auf linke Seite linke Maschen, auf rechte Seite dann rechte Maschen, okay? So, 7 cm lang. Dieser Teil muss sein. Das ist unsere Pullover. So. Schauen Sie. Ich habe probiert, habe gemessen, das passt nicht. 35, ich habe 40 Maschen.
Auch wie für Schneemann, weil wenn es 35, das macht ganz kleine Teil, ja, Körperteil. Also, ich habe gestrickt 4 Reihen mit roter Farbe und jetzt ich stricke so, ich habe weiße dazu und stricke kleine Jacquard. So, eine Masche ist rot, eine Masche ist weiß. Eine rot, eine weiß. Und so bis Ende dieser Reihe. Okay? Reihe zurück an linke Seite. Ich würde stricken alle Maschen mit rot. So. Alle Maschen. Einfach so. Okay? An rechter Seite ich stricke wieder alle Maschen rot bis unsere weiße, was wir haben hier verlassen. Und dann ich stricke eine Reihe mit weiß. So, Sie können stricken Muster, welche Sie wollen. Ja? Ich improvisiere einfach, denke mir, was ich will und stricke. So, weil das ist so kleine Pullover für unsere Schneemann. Und Sie können tun, was kommt in eure Kopf. Ja? Schauen Sie, ich komme jetzt zum Weißen. Hier ist unser weißer Faden geblieben. Dann ich stricke alle Maschen mit weiß, weiße Farbe. So, erste Masche stricke ich auch. Okay. Und wir bekommen solche Muster. Schauen Sie. Und jetzt ich gehe wieder zu meiner Rot und stricke rot. Ne? Eine Linie mit weiß ich habe gestrickt und jetzt ich stricke wieder an linke Seite. Wieder an linke Seite. Ich stricke schon wieder rot. Okay, weiß bleibt hier. Und dann ich stricke ein bisschen mit Rot und dann ich mache wieder eine Rot, eine Weiß. So, ich denke. Okay. Meine Pullover ist fertig. Ich habe schon genäht meine Pullover und ich lasse so ein bisschen rollen. Kragen, ja. Ich würde anziehen jetzt meine Schneemann. So, schauen Sie, Krage rollt so wie ich wollte. Alles wunderbar. Das ist hinten. Muss man schauen, dass auch Naht zum Naht geht. Ja. Und jetzt, was können Sie jetzt tun? Schauen Sie, Sie können, wenn Sie wollen natürlich, ja, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen so lassen, Sie können so lassen. Das passt auch wunderbar. Ja. Ist alles in Ordnung. Aber Sie können auch mit diesem roten Faden noch mal hier zum Beispiel so ziehen, dass eure Schneemann hat 3 Kugeln. Das können Sie auch tun. Und dann diese Ende von Pullover ein bisschen auch so rollen lassen. Okay? Wann Sie wollen. Wann Sie wollen nicht, so Sie machen, dann einfach hier auch ein bisschen nähen und verstecken unsere Faden. Das Faden, man sieht nicht. Ja? Ein bisschen so ziehen, wie Sie sehen. Ja? Das genau 3 Kugeln wir haben. Okay?
Und wieder, ich würde verstecken meine Faden. So. Ziehen, schneiden, fertig. Und dann mit untere Pullover einfach rollen so. Und wir haben schon Körper mit Pullover, wie Sie sehen. Was wir brauchen jetzt? Jetzt wir stricken Mütze. Für Mütze auch muss man anschlagen 40 Maschen. Zum erst 40 Maschen. Und dann, so, ich habe 40 Maschen angeschlagen, ganz normal. Ganz normal, okay? So. Und wir stricken erste unsere Reihe. Wir stricken alle Maschen, linke Maschen. Linke Maschen, okay? So stricken wir unsere wunderschöne Mütze. Und dann machen wir Abnahme. Jetzt, Sie können auch stricken, wenn Sie wollen. Streifen zum Beispiel, weiße Streifen. Oder wollen Sie auch solche Jacquard stricken, wie Sie wollen. Nur, Sie müssen Abnahme machen in jede rechte Seite. An rechter Seite, wir stricken eine, erste unsere Randmasche und dann zwei zusammen. Und stricken wir so bis Ende. Am Ende drei Maschen. Wir auch stricken zwei zusammen Randmasche. Wenn Sie wollen ganz normale Mütze stricken, mein Gott, das spielt hier Fantasie, wie Sie wollen. Ja, Sie können normale Mütze stricken. Zum Beispiel, Sie stricken solche Mütze 7 cm mit 1 cm, Sie stricken mit Rippenmuster 1 zu 1 und dann Sie stricken ganz normale Mütze 7 cm hoch, einfach mit Muster und dann machen Sie Abnahme. Machen Sie Abnahme in eine Reihe, Sie können zwei zusammen, zwei zusammen, zwei zusammen stricken, dann eine Reihe, Sie stricken ohne Abnahme und dann wieder zwei zusammen, Ende. Und Sie bekommen wunderschöne Mütze auch. Das, wie ich habe gesagt, das spielt nur eure Fantasie. So, drei Maschen am Ende. Ich stricke zwei zusammen und eine Randmasche. An linker Seite würde ich keine Abnahme machen. Einfach so stricken, wie das ist. Ich würde auch ungefähr solche Mütze stricken, okay? Und Sie stricken, welche Sie wollen. Ich habe Mütze schon, schauen Sie, Mütze ich habe schon gestrickt. Jetzt muss man einfach anziehen, diese Mütze, ja? Anziehen. Das passt alles zusammen. So und bisschen hinten nähen. Mütze ist voll in Ordnung. Sie können einfach so machen. Mütze. Dann auch Bummel hier machen. Ja, das ist schon auch spät eure Fantasie, wie ich sage immer. Sie können Knöpfe hier noch nähen, wann Sie wollen. Das auch passt alles zusammen, wann Sie wollen, solche Knöpfe nähen. Oder auf weiße Körper, Sie können solche Knöpfe nähen. Das habe ich gemeint. Jetzt ich will machen, Bummel, ich mache dann ganz einfach. Schauen Sie, ich nehme weiße und rot. Ja, muss man einfach ein bisschen lassen, weil wir brauchen nicht große Bummel, wir brauchen kleine. Dann wir brauchen
einfach zusammen alles. Zusammen alles machen, so. Nur mit zwei Fingern sehen Sie, ist ganz einfach. So. Das ist, muss man. So, habe ich zusammen gemacht, schauen Sie, ist okay, und dann nochmal zusammen und dann einfach kurze Faden machen hier. Alles schneiden. So. Und hier natürlich, wir brauchen nur rot lassen. Ne? Weiße machen wir kurz. Und diese Rot machen wir kurz. Solche wunderschöne Bummelwert. Wenn ich hatte Enkelkind, dann habe ich auch so kleine Bummel gemacht, immer für seine kleine Sachen, ja, was er brauchte. So, schauen Sie. Einfach dann richtig bisschen so schneiden, dass alles schaut gleichmäßig so. Ich habe nicht super gute Schere, aber das passt. Und dann einfach nähen zum unsere Mütze. Hier nähen. Okay. Muss man hier nähen. Ist auch. Das, wie ich habe gesagt, das spielt Fantasie. Sie machen, was sie wollen. Ja. Es einfach schaut schön aus. Ja. So. So, meine Bummel ist fertig. Sehen Sie? So. Jetzt, was wir brauchen. Wir brauchen Nase, wir brauchen auch, wann Sie haben Perlen, schwarze Perlen. Ich dachte, ich habe keine. Dann muss ich einfach meine Augen auch nähen. Ich würde mit schwarze Alpaka das machen. Okay, so, das muss ich machen mit schwarzer Alpaka. Ungefähr muss man schauen, dass das gleiche, gleiche Augen, hier Auge, hier ich male und hier, ja. So, und dann hier wird Nase. Und dann hier kann man auch Mund machen. Schauen Sie hier, ich habe ein Auge genäht. Ja, und dann ich gehe einfach weiter. Ich denke, so hier wird zweite. Okay. Alles, man kann verstecken. So, hier dann Auge. Nee, ich auch. Hopp. Einfach eine Masche und ich nähe neben diese Masche. Okay. So. Ganz einfach. Ist schon besser, ja? Ist schon besser. Dann verstecke ich meine Nadel und von hinten einfach ziehe. Schauen Sie, wir haben schon Augen gemacht. Dann ich ziehe raus und
Schneide weg. So, und dann kann ich verstecken. Ganz einfach. Okay? Alles ist einfach, wann wir wollen. So, bisschen mehr. So machen unsere Augen. Okay. Dann, wir brauchen auch Mundnähen, so denke ich. Brauchen dann wieder Rot. So, Mund habe ich auch genäht. Wir brauchen nur Nase jetzt, ja? Nur Nase braucht man. Nase wie stricken. Okay? So. Wunderschöner Schneemann. Für Nase brauchen wir natürlich solche Orange. Farbe habe ich ein bisschen gefunden. So, ich würde stricken mit drei Maschen. Zwei, drei. Eichhörnchen. Schauen Sie, drei Maschen. Ich habe gestrickt. Angeschlagen. Dann zurück anziehe diese drei Maschen. So, und stricke wieder diese drei Maschen. Von erster Masche auch. Erste Masche auch. Erste, zweite, dritte. Okay. Dann wieder zurück anziehen an linke Seite. Und stricke wieder. Erste. Zweite, dritte. So, und wieder zurück anziehen. Wo ist mein Fokus? Und so, ich würde stricken 3, 3,5 cm lang. So, schauen Sie, ich habe schon gestrickt 3,5 cm. Ja, man denkt, das ist viel, ist überhaupt nicht viel. So, ich würde jetzt alle Maschen einfach zusammenstricken, diese drei Maschen, schauen Sie. Wieder, ich habe angezogen an linke Seite und alle drei zusammen. Fertig. Und jetzt eine und nochmal eine. So. Und jetzt, ich brauche natürlich mehr lange Faden. So, schauen Sie, jetzt diese kleinen Teile ist immer schwer, ja? So, machen wir dann, verstecken unsere alle Faden rein in Nase, ich verstecke. Okay, Faden. Ja, ziehe dann. Hopp. Und dann ist alles gut. So, ist unsere Nase. Jetzt muss man nähen, unsere Nase auch dazu. Mit Schneemann, ich mache alles sofort. Mit Zwerg habe ich dann zum ersten Teil alle Teile gemacht. Ja? So, jetzt wir müssen nähen, unsere Nase. Okay? Einfach in der Mitte muss man nähen. Unsere Nase. So, dass es richtig steht, unsere Nase. Okay, das muss man alles schauen, wie wir machen das. Das ist alles wunderbar, schauen Sie. Alles ist wunderbar. Und wieder dann ziehen Faden hintern. Immer, dass wir können immer verstecken. Verstehen Sie?
Immer super gut zum Verstecken. Schauen Sie. Nase ist super. Ja. Und Faden, wir können hier hinten dann einfach auch unter unsere Mütze verstecken. Okay. Und ein bisschen zusammen unternähen. Das alles passt schön und gut. Okay. So, habe ich versteckt. Und dann hier Mütze, hier Nase. So, unsere wunderschöne Nase, schauen Sie. Jetzt wir stricken. Wir stricken unsere Hände. Hände, wir stricken ungefähr wie diese Hände, wir haben gestrickt, ja. So, nur ich würde stricken, so dass meine Schneemann hat Pullover, drum ich stricke rot und am Ende ich stricke dann wie Hände, okay? Oder wir können auch stricken grau. Dann, das wird schauen wie eine Ast. Auch spielt eure Fantasie. Ich habe entschieden, Hände machen. Wie ich habe gesagt, Sie können machen ein Ast. Ja, so bräunliche Ast. Und dann am Ende, zum Beispiel, dass es schaut wie Handschuhe. Okay? So, zum Verstecken alles. Ich habe schon gezeigt, viele Mal, wie können Sie das alles verstecken? Weil, wenn wir stricken ein Cord, dann wir haben ein Schnur. Und in diese Schnur, dann wir haben Hohl, ja, Loch. Sie können einfach alles rein verstecken. So. Und schneiden dann. Also, ich zeige jetzt, wie ich habe gemacht, auch meine Hand. Schauen Sie, alles kann man verstecken. Alles rein, rein, rein. Hopp. So. Und dann einfach bisschen ziehen, bisschen ziehen, schneiden und man sieht gar nichts. Gleiche mit dieser braune. So, sehen Sie, diese braune, wir brauchen zum Nähen unsere Hände. Wie ich habe gestrickt diese Hand. Vier Maschen. Braucht man vier Maschen. Schauen Sie. Bisschen lassen mehr lange Faden, weil danach wir müssen nähen unsere Hand. So. Zwei, drei, vier. Und gleiche wie wir haben gestrickt Nase. Schauen Sie zurück anziehen diese vier Maschen. Zurück und jetzt ich stricke wieder gleiche vier Maschen. Alle erste, zweite, dritte und vierte. Alle Maschen sind rechte Maschen. Dann wieder zurück anziehen an linke Seite und wieder ich stricke erste, zweite, vierte. Und, oh mein Gott, vier, ja. Erste, zweite, dritte, vierte. Ja, ist schon draußen nachts und ich müde. Okay, und Sie stricken dann Hand, wie lang Sie wollen. Zum Beispiel, ich habe gestrickt 6 cm und dann meine Handschuhe ist 1,5 cm.
So, und dann ich würde nähen hier unter meine Krage. Okay, das schaut super schön. Sehen Sie? So, meine Liebe, stricken Sie bitte. Hände habe ich schon genäht und wie Sie sehen, meine Schneemann ist fertig. So, meine Liebe, jetzt ich habe zwei interessante Spielzeuge, ja? Oder Weihnachtsdecke. Ja, Deko. Dekoration. Okay, meine Liebe, ich wünsche euch alles Bestens zum Weihnachten. Bleiben Sie bitte gesund und wir sehen uns wieder und wieder. Vielleicht was Neues. Ich stricke und ich zeige euch. Tschüss!